und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar nehme ich euch heute mal in meiner Planung für 2023 und in meiner Budgetierung mit. Also so ein Gehaltsplaner. Genau. So, wie ihr wisst, hatte ich da für 2022, also für dieses Jahr, habe ich ja einen Kalender ohne Zeit an. Also ohne Zeit, ohne Uhrzeiten vorne. Ich habe allerdings gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ich habe jahrelang versucht, mit solchen Kalendern umzugehen, aber ich komme damit nicht mehr klar. Und deshalb durfte ich mir für das Jahr 2023 einen Kalender selbst gestalten, in Kooperation mit meinem Taschenkalender. Und zwar habe ich dazu auch natürlich einen Rabattcode für euch. Das verlinke ich euch natürlich auch in die Infobox. Nur mal so nebenbei gesagt. Ich zeige euch jetzt mal meinen Kalender, den ich gestaltet habe und wieso ich den so gestaltet habe. Und mein Budgetierung. Genau, so. Übrigens, zu so einem Kalender und Budgetierung brauche ich immer ein Lineal. Ich habe den von meinem Sohn. Den kriegt er auch wieder zurück. Und ich nutze für meinen Kalender und für die Budgetierung eben diese Produkte. Ich zeige sie euch mal. Einmal so bunte Textmarker, viele von diesen hier. Ich habe jetzt welche von Edding und einen von Marpet. Diesen hier. Wisst ihr was, ich mach's mal so. So, es klappt einfacher, genau, wenn ich euch so annehme. Und zwar habe ich, wartet mal. Und zwar habe ich so ein Schlampermäppchen nebenbei. Das ist jetzt nur meins, wo ich wirklich alles einpacke. Kugelschreiber, dann eben so Textmarker. Hinzu kommt, dass ich seit neuestem sehr zufrieden bin mit so radierbaren Stiften. Also es ist wie so ein Kugelschreiber, nur eben radierbar. Okay, seht ihr das? So. Fokus. Ja. Genau. Wisst ihr was? Ich mach mal ein bisschen Licht an, glaube ich. Ob das besser ist? Wahrscheinlich. Genau. Also dieses hier benutze ich auch sehr gerne. Das ist ebenfalls so ein Gelstift von Pilot. Genau. Die heißen übrigens Frixon, falls ihr es euch selbst nachkaufen möchtet. So. Dann starte ich mal. Ich habe mir diesen Kalender ausgesucht. Ich durfte es mir auch machen. So habe ich mehr Platz. Wenn das da steht, alles super. So, ich habe mir diesen Kalender von meinem Taschenkalender ausgesucht. Es gibt auch Notizbuch, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Aber ich wollte mir so einen Kalender gestalten. Genau, die kosten um den Dreh von 24,95 bis aufwärts, je nachdem, wie ihr es gestaltet. Ihr könnt auch noch ein paar mehr solche Kalenderblätter dazu holen. Die kosten dann jeweils 16 Cent pro Seite. Ab einer bestimmten Anzahl zahlt ihr pro Seite. Und genau. Ich habe diesen Kalender selbst erstellt bzw. gestaltet und ich zeige es euch jetzt mal genauer. Und zwar sieht der Kalender so aus, dass es da so eine Folie gibt, eine Schutzfolie. Das ist echt cool, wusste ich nicht. Dann habe ich die Seite mit 2023 so gestaltet, dass ich dann ein paar Muster oder halt ein Hintergrundbild aussuchen konnte. Aber soweit ich weiß, könnt ihr auch selbst hinzufügen.
da habe ich nicht mehr drauf geachtet. Ich wollte auch kein bestimmtes hinzufügen. Ich wollte nur ein bisschen natürlich und nude behalten. Genau. Dann habe ich hier so ein Klammer immer. Jetzt muss ich nur gucken, damit. So, da habe ich jetzt mal ein paar Brückentage für 2023 aufgeschrieben. Und Urlaubstage, die ich mir gerne nehmen möchte, sobald ich das geklärt habe. Und hier ist dann so ein Personaldaten, also Personaldates mit Name, jetzt muss ich nur gucken, Adresse, Telefon, hinzu kommt, dass man dann Lebensmotto hinschreiben kann. Ich zeige es euch mal. So sieht es dann ungefähr aus. Ich habe die Seite so mit Blumen gestaltet. Muss nur aufpassen, dass ich euch nicht viel zeige aus dem Privaten. Genau. Da ist dann gekennzeichnet, also ihr könnt auf jeden Fall auch die Feiertage und Ferienplaner mit ein beziehen, also so ein Planer mit Ferien und so. Allerdings wollte ich das nicht, weil ihr könnt direkt angeben, dass in den Wochentagen, also an den Tagen, gekennzeichnet wird, wie zum Beispiel hier, wo das mit Rot gekennzeichnet, dass da ein Feiertag ist, zum Beispiel hier der, ich zeig's euch mal mit, zum Beispiel hier der 1. Mai ist ja ein Feiertag und der wurde natürlich rot gekennzeichnet. Hinzu kommt, dass ihr auswählen könnt die Ferientage, die habe ich ausgewählt mit Niedersachsen und die Ferientage werden dann gekennzeichnet, indem ihr hier so einen schwarzen Balken habt. Ich habe es jetzt über den schwarzen noch natürlich mit meinem Textmarker mit lila gekennzeichnet. So weiß ich, da darf ich keine Termine, also bestimmte Termine machen. Da ist, sind die Kinder zu Hause, so weiß ich ungefähr, wann die Kinder zu Hause sind und wann nicht. Genau. Also ihr müsst nicht extra eine Seite mit den Ferien und mit dem Urlaub planen. Genau. Übrigens, bei diesem Kalender, den habe ich mir jetzt extra ausgesucht, weil hier eben die Zeiten mit drauf sind. Das heißt, bei mir fängt es, ich zeige es euch mal genauer kurz, bei mir fängt es mit Fokus mit 6 Uhr an bis 23 Uhr. Ihr könnt natürlich auch von 8 bis 16 Uhr oder jeweils, da sind drei Zeiten angegeben, die könnt ihr nehmen. Ich wollte auf jeden Fall Vollzeit haben, weil es dann besser ist zum Planen für mich. Hier unten könntet ihr natürlich auch Tracker mit hinzufügen. Die seht ihr dann im Balken auf jeden Fall. Ich habe keine Tracker. Ich wollte allerdings, jetzt gucke ich, wo ich das noch schnell, hier zum Beispiel die Skorpionen und Mond, also Mond mit drin haben, also den Vollmond. Und da habe ich wieder einen Skorpion zum Beispiel, also ich habe alle Skorpionen mit drin. Hinzu kommt, dass ich es halt planen kann, wie zum Beispiel habe ich hier dann immer so Zettelchen drin. Hier steht zum Beispiel neue Schuhe für meinen ältesten Sohn im Sportverein. Der kriegt jedes Jahr ein neues und hier kann ich dann halt wirklich meine Termine eintragen. Nur hier zum Beispiel ab Mai steht dann hier, dann weiß ich, dass ich da ab Mai es erledigen sollte für den Großen. So, ich habe mir die Tage mit Gelb gekennzeichnet, an denen, jetzt kann ich es euch sagen, an den Geburtstagen, also an denen, wo Geburtstage anstehen in der Familie und
dann weiß ich aber auch, dass ich an dem Tag auf dem Geburtstag bin oder dass wir halt eingeladen sind, für den Tag verplant sind, dass ich da keine Termine am Nachmittag machen kann. So, hier zeige ich euch mal genauer. Ich habe hier so eine Monatsübersicht für 2022. Da habe ich schon die Ferien, Urlaub und Urlaub eingetragen, genau. Und dann ist hier noch Geburtstag, also B-Day. Das heißt, gelb ist bei mir immer Geburtstage, lila ist dann Ferien und bestimmte Tage sind dann Urlaub geplant. Die Urlaube habe ich jetzt noch nicht eingetragen für uns, aber so weiß ich schon mal Bescheid. So, und kann dann eben planen. Zum Beispiel für das Jahr 2023 hier kann ich dann schon planen, wo denn Ferien sind. Hier zum Beispiel im Sommer ist bei uns vom 6. bis zum 19. und am 21. wäre wieder die Schule. So, dass ich einen Überblick habe. Hinzu kommt, dass ich hier so einen Stundenplan habe. Viele von euch wissen, dass ich eine Umschulung starte und da natürlich auch einen Stundenplan haben werde, weil ich hier die Umschulung mache und die Schule. Hinzu kommt, dass ich dann den Stundenplan meines Kindes ebenfalls hier eintragen werde. Das sind zwei Seiten, also eins für mich, eins für mein Kind. So weiß ich schon mal, wann das Kind welchen Fach hat. Hier wird es einen Notenspiegel geben. Da habe ich jetzt schon mal Deutsch eingetragen und Mathe für mein Kind. So kann ich die Noten immer eintragen, was er mitbringt. Hier sind so Kisten. Genau, und dann die Gesamtnote eben. Und da möchte ich gerne meine eintragen. Jetzt muss ich noch mal gucken, was ich... Ach, hier. Genau. Hier habe ich dann Geburtstage, so eine Geburtstagsliste, die ich dann habe und eingetragen habe, sozusagen. Jetzt muss ich noch mal aufpassen. Augenblick. Ja, muss ich mal abdecken. Jetzt gucke ich gerade. Das mache ich mit meinem Handy kurz. Auf jeden Fall habe ich hier Kontakte, da kann ich Telefonnummern etc. alles, Fokus. Genau, Kontakte, da habe ich die Adresse, ich habe da jetzt nur mal Stadthagen, also Nähe Hannover, eingetragen. Da kann man die Nummern eintragen und da vorne dann die Namen. Da habe ich jetzt zum Beispiel Ärzte, Kindergarten, Verwandte und so mögliche. Genauso wie auch hier dann wieder eingetragen, wer von wo und für was. So, muss ich nochmal schnell umkrempeln. Also dann habe ich hier die Seite leer. Ich wollte blanko, also komplett leer haben. Da werde ich noch was eintragen, beziehungsweise wahrscheinlich eine Challenge. Weil, ich zeige es euch jetzt, ich noch nicht fertig bin. Ich mache mir jedes Jahr eine Liste mit Geschenke zur Weihnachten und Geburtstag. Zumindest für die zwei Jungs, also von Großen und vom Kleinen, vom Großen und vom Kleinen. Weihnachten und Geburtstag. Und so kann ich mir jetzt schon für Anfang Januar dann planen, was die nächstes Jahr, also Anfang Januar 2023, also Anfang des Jahres vom Kalender schon planen, was er für 2024 zum Geburtstag kriegen könnte, was ihn so interessiert, und zu Weihnachten 2023, genau. Hier habe ich Reise und Unternehmungen stehen, weil wir im Jahr 2023 gerne ein paar Unternehmungen machen wollen und ein paar Reisen durch Deutschland. Da kann ich dann immer schreiben, was wir so gemacht haben. Hinzu kommt, dass ich Spar-Challenge habe von 1 Euro bis 100. Wo ist die 100?
muss ich gerade selber gucken. Hier ist die 100, genau. Und das heißt, man legt zum Beispiel 45 Euro rein und malt die 45 Euro dann an. Und man muss bis zu 100 Euro reinlegen. Also man muss an einem Tag 100, an einem Tag 70. Und das ergibt sich dann die Kosten. Das habe ich selber rausgefunden über, also ich habe mich selber anfixen lassen von einer anderen YouTuberin, die das auch macht und wollte jetzt damit auch schon mal starten. Seite. So sieht sie aus. Übrigens habe ich hier so ein Papier, was ich dann zum Kritzeln benutzen kann, wenn ich so ein paar Sachen notieren möchte. Genau, das ist mal so zum Terminkalender. So, dann starten wir mal mit. Übrigens habe ich hier noch so einen Monatskalender, Monatsplaner gemacht für mich und für meinen Sohn einen, den ich dann nächsten Monat mal ausfüllen möchte und mal gucken möchte, ob das auch was bringt, ob ich beide, also mir dann immer so einen Monatskalender dazu mache oder ob mir so eins allein nur reicht. Aber ich glaube, so ein Monatskalender für daheim würde auch was, weil ich den Kalender ja nicht immer auf dem Tisch habe sozusagen und hier dann immer meine Termine einmal die Woche eintragen könnte. Genau. So mal zum Budgetierung heißt das, glaube ich. Ich habe hier, ich wollte jetzt nichts Teures bestellen, wobei ich gerne bestellen möchte oder selbst gestalten möchte. Mal sehen. Hier habe ich jetzt erstmal die Einnahmen und Ausgaben. Wenn ich Einnahmen habe, zum Beispiel über eBay, über Verkäufe von mir auf Facebook oder nicht. Hier dann eintragen, den Datum und den Plus oder Minus eben, was ich gemacht habe und den Gesamtbetrag, genauso wie hier. Und wenn ich da was rausnehme, müsste ich halt dann Minus dem Gesamtbetrag machen. So, übrigens, wenn ihr im Hintergrund jemanden hört, sind das meine Kids. Dann habe ich hier so ein Cashback gemacht. Ich zeige es euch mal irgendwie genauer. So sieht es auf jeden Fall erstmal aus. Und so. Übrigens habe ich da so ein ganz normales Ordner, so ein Hefter genommen. Ich habe hier sowas fürs Cashback gemacht, welche Firma, Datum und Beleg und ob ich das Geld dann erhalten habe. Ich möchte nochmal dieses Jahr mit Cashback starten und mal sehen, wie viel man sich da so spart. So, auf jeden Fall haben wir Amazon, da zahlen wir momentan 3,99 monatlich zum Beispiel und da habe ich mir dann aufgeschrieben, wie lange und nach jedem Abbuchen kann ich das dann durchkreuzen. Dann etwas, was jetzt privat bleiben sollte, finde ich dann Netflix, ca. 20 Euro. Ich habe es jetzt aufgerundet, weil das kostet ja schon 16,99 glaube ich und da gehe ich mit 20 Euro durch. Bei Disney momentan 8,99. Ich möchte es aber auf jährlich machen, da spart man um die 18 Euro und jährlich wären es dann für mich, die ich dann in der Ecke spare bis zum Abbuchung, 8,50 circa. Dann KD ist Telefon und Internet. Genau, und das ist dann der Betrag, der ebenfalls abgebucht wird und den ich dann hier einfach wegstreichen kann. So, ich gucke gerade, okay, also, ich muss sagen, ich habe mir meine Einnahmen hier notiert, Einnahmen, zum Beispiel Kindergeld, Job und bei manchen wären es Unterhalt, je nachdem, was ihr so habt. Dann habe ich die Ausgaben notiert. Ich gucke gerade. Genau. Ausgaben notiert, die wir so haben. Jetzt muss ich gucken. Also zum Beispiel Otto-Handys, Kabel,
Also Internet und Dings, Amazon, Netflix, Disney, Lebensmittel, Freizeit, Tanken, Ärzte, Gesundheit und Freizeit. Genau, und das habe ich mir dann ausgerechnet und dann kommt das auf jeden Fall hier hin. Das sind die monatlichen Ausgaben. Allerdings möchte ich jetzt jährlich natürlich etwas mehr machen. Für Disney wären es dann ca. 8,50, die man sich dann aufspart ein Jahr. Schule möchte ich monatlich 10 Euro sparen für die Bücher und Zoom. Hinzu kommt, dass ich Fußball 5 Euro sparen möchte und vielmehr natürlich 2 Euro monatlich. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Genau, hier ist die Spar-Challenge, die ich vorher in meinem Kalender gezeigt habe. Hier kann ich jetzt zum Beispiel schreiben, dass ich 11 Euro am 25.06.22 sollte es heißen, nicht 23, so nebenbei. Hier habe ich dann notiert 4 Verträge, wann ich sie kündigen muss. Genau, hier ist das Monatliche, was ich dann immer abziehen muss bzw. durchstreichen müsste. Das ist das Letzte, was ich euch noch zeigen kann. Das sind dann die monatlichen Wochenabschluss. Also da schreibt man sich, was man so ausgegeben hat. Genau. So, und ich beende hiermit mein Video und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald!